Jo, perfekt. Speichern. Sieben N acht. Und der kann die wegbomben. Die Hubschrauber haben nichts gemacht. Jeweils nur minimalster Schaden. Der macht Schaden. Machen wir so, dann flankiert der denn zusätzlich noch. Der darf da jetzt Ressourcen sammeln gehen. Steigen, Luft anhalten. Steigen, Luft anhalten. Okay. Der holt sich da unten das Ding. Achtzig, da sind nur 14 drin, der kann raus. Da sind 15 dran. Fährt der da mal rein. Können die hier noch Hunter bauen? Zweimal nach Süden. So, da kommen die auch nicht ran. Wenn ich die mit meinen Wracks beschützen muss. So, das sind drei, die kriege ich so nicht. Den kann ich auspacken. Der kann erstmal weg. Den kann ich eigentlich auch direkt einnehmen. Thank you.
hier noch was. Den hier können wir noch. Passt. Die habe ich bewegt. Unten die kann ich nicht noch mal. Den könnte ich rüber schicken. Wobbel, wobbel. Ach Mist, der kann jetzt von den Helikoptern angegriffen werden. Ist doch egal. So. War auch so gedacht. Residence. Naja, greif die an. Schrabbel. Sieht immer noch gut aus. Mission 7N. 9. Dann fangen wir mal mit. Doch, also. Sagen die Helikopter da oben parken? Ich hätte keine Probleme mit. Haben wir auch noch zwei neue. Jetzt stürmen wir die Burg. Das Sekundärziel erfüllt. Der kommt weg. Das kann der erledigen. Okay, da oben, die müsste ich jetzt kaputt machen. Das würde aber ziemlich schmerzhaft werden. Hilft ja nichts. Drauf. Ganz kaputt.
Einmal darum's. Sehr schön. So, irgendwer ist gestiegen. Er hat keine Munition mehr. Den kann man reparieren. Der geht jetzt drauf, wenn er angegriffen wird. Aber das sieht jetzt eigentlich ziemlich gut aus. Das Eisen ist alle nicht so fix und die blockieren jetzt den Weg von den anderen. Residence. Jo, wunderbar, wieder speichern. Mission 7N10. Hier speichere ich echt jede Runde. Level up, naja, hat er nichts von. So. Jetzt kann kommen, wer wolle. Muss ja jetzt nicht sein, dass ich den einfach in den Tod schicke. Der hat keine Moon mehr. Da ist sicherlich Munition drin. Na, machen wir halt noch ganz voll. Also nochmal 100 drin. Beendet. Beendet.
laufen, fahren voll in die Reichweite der Kanonen. Lass mal. Ich glaube, dann kann ich das auch. Der muss noch 24. Ja. Rendementen. Können sich da ruhig kloppen. Okay. In Ordnung, der Transporter befindet sich am Zielpunkt. Verstanden, ich schicke das Landungsschiff. Es wird in 10 Runden da sein. Verteidigen Sie den Transporter um jeden Preis. In 10 Runden, alter Falter. Na toll, alle Lumati und Residents im Umkreis werden sich auf uns stürzen. Wir müssen ihren Ansturm widerstehen. Bereit machen, Captain. Sprich, Ben. Wir zeigen den Transporter 10 Runden lang. Bandit. 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 Laden. Mal gucken, ob da jetzt noch mehr kommt. Bombentransporter. Von hier dürfte ja jetzt auch nichts mehr kommen. Na, okay, da sind welche. Frisch gespawnt. Kriegen plus 5 pro Runde. Die auch. Aber die haben noch 23, dann fahre ich da mal rein. In der nächsten Runde, okay. Dann lasse ich mal alles so stehen, wie es ist. Das Ding kann mir hier ganz gut einen Schutz bieten. Wenn ich jetzt hier in die Reichweite von denen laufe, werde ich auf jeden Fall Schaden kassieren. Das will ich nicht. Der
kann keine Mine mehr legen, schade. Da haben wir Minen drin. Da. Mal wieder raus. Das sind schon ein paar. Mist, der war auch in Reichweite von der Kanone, das hatte ich nicht gesehen. Ja, die scheinen sich gerade gar nicht. Doch, die greifen sich gerade nicht an. Den mal raus. Aber gegen die anderen fühle ich mich gewappnet. Die dürfen ruhig rankommen. So, wie sieht's hier aus? Die zerquetschen mich so ein bisschen. Zweimal angreifen. Machen wir das so. Level up. Damit wird er kaputt. So. Nein, den können wir jemand direkt versenken. Und Problem wird da natürlich sein, die kann nur die eine Kanone angreifen.
Machen wir den weg. Schaden. So. Ja, und der kann dann auch den zerstören. Aber wird ja ein bisschen noch in Sicherheit. Hier wäre alles in Ordnung. Hier ist. Die machen nichts. Jo, wunderbar. Kommt wieder was. Den kann ich jetzt mit meinem Buggy angreifen. Okay. Speichern. 7N11. Ich hoffe mal, dass nicht mal ein Platz auf der Festplatte ausgeht. So, fangen wir mit dem mal an. Das könnte reichen, probieren wir es mal. Jo. Der ist fies. Gibt er. Oh, Munition verbraucht. Scheiße. Steigt er jetzt auch, wenn der. Den kriege ich schon. So, wieder den Weg zu verstopfen.
Panzerfausttypen, die stören mich. So. Den können wir wieder hier unten rauslassen. Das hier sieht auch ziemlich ungesund aus. Kriege ich nicht kaputt. Level up, kann sich heilen. Munition verbraucht, super. Nochmal darf ich den nicht angreifen, sonst heilt er sich. Taktischer Rückzug. Jo. Das war's. Na, ist weg. Helikopter muss weg. Der muss einpacken und braucht neue Moon. Da ist Moon. Ist nicht so gut. Hitpoints. Wieder nachziehen. Fünfzig auf
Dann. Sturminfanterie sind es. Den könnten wir noch wegpusten, schön. Na, Mist, halt jetzt. So, der kann neue Moon einpacken und wieder raus. Der müsste repariert werden. Müssen wir jetzt hier nichts mehr zu tun. Und hier noch alles. Okay. Level up. Kein Schaden. Immerhin wieder einer weniger. Der lebt noch. Wie konnte das denn passieren?
Rückzug. Dann kann da nur einer hin, der den angreift. Wobei, wenn das der ist, dann. Naja. Einmal reparieren. Theoretisch muss ich ja auch nur die Infanterieeinheiten da kaputt machen. Dann könnten die ja. Die Heilung. So. Dann haben wir hier unseren Panzerfaust-Hoshi. Der hat keine Munition mehr, auch sehr schön. Machen wir dann noch einmal ein bisschen Pew Pew drauf, um XP zu bekommen. Er lebt noch und wird auch gleich steigen. Naja, und dann greift er den an. Das war jetzt doof, aber egal. So, die linke Seite. Ja, kann sein, dass ich da laden muss. Wenn das mit den Kleinen nicht hinhaut. Also wenn, nicht mit den Kleinen nicht hinhaut, sondern wenn ich dadurch das Sekundärziel verliere. Ich kann den ja jetzt wieder zurück einnehmen. Auspacken. Ein bisschen mehr Schaden drin. Und für die ist es eine Qual, sich hier durchzuhangeln durch die
die Gegend. Vielleicht komme ich da doch noch mit hin. Jo, hier bin ich auch durch. Der hier noch. Residenz. Stellt sich dahin und macht nichts, weil er keine Moon mehr hat. Gaben sie. Ja, ich glaube, das wäre. Hier gelaufen. Bandit. Endet. So, noch 6 Schuss. Ah, schön, er geht direkt drauf, wenn er das macht. Der schafft es eventuell nicht, aber der, mit dem probiere ich es jetzt. Dann nimmt der das Ding wieder ein. Kann man den nicht ran? Oh, fertig. Da kommen die nächsten. Na gut. Scheinen jetzt aber auch nicht viele zu sein. Speichere ich nochmal. 7N12 speichern. Ah, die lasse ich da einfach mal rankommen. Zehn, fünf lohnt noch nicht. Der 70.
Naja, werde ich sicherlich nicht den Orden für wenige Einheiten verloren bekommen. Also, es ist ja kein Orden, sondern so ein Zusatzdingen. So, dann kommt hier nochmal Verstärkung. Ansonsten muss ich ja auch nichts tun. Da habe ich vergessen, was zu tun. Okay. Das waren Sturminfanterie. Okay, der Armbrustschütze, genau. Der Panzerfaustschütze muss zuerst weg. Das hatte ich verplant. Level up, scheiße. Doch dann nicht. Flieht, ihr Narren! Okay, der ist nicht voll geheilt. Das hat ziemlich wenig gebracht. Steigt auch gleich. Ja, nicht viel gegen tun. Oder? Doch. Vielleicht reicht's. Aber dann kann ich wieder Runde beenden.
Residenz. Passiert auch nichts. So, bevor ich jetzt alle Einheiten durchklicke und meine Transporter hin und her schicke, speichere ich jetzt mal und dann klicke ich mal auf Weiter. 7N13. Ohne was zu tun. Denn ich denke, da wird nicht mehr viel passieren. Komm, der hören mich! Die Störungen sind immer noch stark, aber Philippa White hat einen Weg gefunden, die Funkblockade von General Cypher zu überwinden. Ich höre sie und es ist alles in Ordnung. Nichts in Ordnung. General Cypher, einen nicht autorisierten Flug, Landungsschiff, Basis Parker, Wahrheit, Cypher, Mökel, Bombe! Beruhigen Sie sich, wir haben alles unter Kontrolle. General Cypher hat... Moment, da ist er gerade. Na, 32 statt 30 und 28 statt 20 verloren, aber... Ja, dafür alle Achievements bekommen. Und um die Achievements geht's ja hier quasi und hier alle Sekundärziele erfüllen. Jo, wunderbar. Dann hänge ich hier noch die nächste Sequenz an. Und dann verabschiede ich mich auch. Wirklich außergewöhnlich. Sie haben alle Hoffnungen erfüllt, die ich auf Sie gesetzt habe. Ein taktisches Genie, wie es lange keins mehr gegeben hat. Ein Aufsteiger. Für Größeres bestimmt. Aber dann sind Sie zum Verräter geworden. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, wer herrscht, Commander. Die Telet, die Lumati, die Jerna. Letztlich ändert sich nichts. Und dafür sollen wir eine ganze Generation von Soldaten opfern? Die einzige Chance, so viele wie möglich von ihnen unversehrt zu ihren Familien zurückzuschicken, ist, den Krieg schnell zu beenden. Das Haus der Telet wird durch eine illegale Waffe enthauptet. Und die Lumati werden innerhalb von Tagen den Krieg gewinnen. Weniger Tote. Weniger Leid. Aber es muss einen Sündenbock geben. Und das sind Sie. Leben Sie wohl, Commander.